Es ist Montagabend, 20.15 Uhr und Sie sehen und hören Remis Garage. Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Ausführung, zur ersten Folge Remis Garage. Es ist alles live, es ist nichts geschnitten. Erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt einen super Start in den Montag gehabt. Und weil es die erste Folge ist, habe ich gedacht, wir trinken jetzt erstmal zusammen ein kleines Feierabendbier. Da mache ich erstmal eins für mich und den Kameramann. An der Kamera ist der Lalo. Mich kennt ihr, ich bin der Remi. Und ich mache jetzt erstmal für mich und den Lalo mache ich jetzt erstmal ein Bierchen auf. Hier so ein schönes, nicht gesponsertes. Den darf ich dir einmal rüberreichen. Er hat. Zack. Und zack, ich sag mal Prösterchen, Kennings. Und auch an alle feierabendgetriebenen Motorradfahrer da draußen. Ich hoffe, ihr konntet das Wetter heute schön genießen. Ich sag mal Prost. Bei der Temperatur, geil und mit. Also, was geht heute? Heute bei Remis Garage kümmern wir uns um die BMW Motorrad Connected App. Das heißt, wie koppel ich am schnellsten mein Smartphone mit dem TFT-Display am Fahrzeug und was gibt es da vielleicht noch für kleine Tipps und Tricks, wo man sagt, nur habe ich bisher versucht zu koppeln, hat nicht funktioniert. Und das ist genau das, was ich euch heute zeigen werde. Der Lado, der nimmt jetzt gleich die Kamera in die Hand und kommt hier zu mir rüber und dann zeige ich euch das. Logischerweise müsst ihr erstmal die Zündung anmachen an eurem Fahrzeug, ist ja klar. Und das, was ihr im Vorfeld tun solltet, ist auf jeden Fall auf eurem Smartphone, zu Hause im WLAN, die BMW Motorrad Connected App downloaden. Logischerweise. Kleiner Tipp, ladet euch erstmal nur die App runter und öffnet das gute Stück nicht. Da gibt es so ein 14-tägiges Abo, das irritiert bloß. Die App kostet nichts, Kartenmaterial ist auch gratis, das könnt ihr aber später einmal runterladen. Das braucht ihr jetzt erstmal noch nicht. Wir wollen erstmal das Fahrzeug koppeln, damit es funktioniert. Das heißt, Zündung am Fahrzeug an und euer Smartphone legt ihr quasi mit dazu und entsperrt es logischerweise. Kleiner Tipp, bei den iOS-Geräten geht vorher einmal in die Einstellung rein, zu dem Fenster Bluetooth und deaktiviert einmal Bluetooth. Und gleich, wenn wir das suchen, aktivieren wir es wieder. So, im Fahrzeug müssen wir natürlich in der Menüführung einmal mit unseren ganzen Tasten zurechtkommen. Das heißt, wir haben einen Menüknopf, mit dem wir nach oben und unten schalten können mit dem Pfeil. Und wir haben ein Dreh- und Kipprad. Und das brauchen wir jetzt. Menüknopf machen wir oben unten und mit dem Jogwheel bestätigen wir immer, damit Lado nicht immer mit der Kamera zu mir hinschwenken muss. Also Jogwheel zur rechten Seite immer bestätigen. Ins Menüfenster switchen wir dann einfach nach unten unter Einstellungen. Da ist natürlich immer die große Frage, wo bin ich denn da jetzt? Und wir wollen heute dafür sorgen, dass die Navigation da hell hinterlegt ist und leuchtet, dass wir das nutzen können. Einmal rübergehen zu Einstellungen. Ein Klick nach unten und ihr seht dort Fahrzeugeinstellung, Systemeinstellung und Verbindung. Wir wollen zu den Verbindungen, das heißt, wir drehen das Drehrad wieder. Hier dreht sich das Karussell und bestätigen logischerweise einmal. Jetzt haben wir alle Geräte, die wir mit dem TFT-Display koppeln können. Macht es auch immer gerne in der Reihenfolge, dann seid ihr auf Nummer sicher, dass das funktioniert. Bei den mobilen Geräten swippen wir jetzt einfach Rinder. Und gucken, neues Mobilgerät koppeln. Und sobald wir das einmal in den Suchmodus gesetzt haben, können wir dann die Bluetooth-Aktion am Smartphone aktivieren und sehen dann, dass das ganz schnell sich findet. Und das machen wir jetzt mal eben hier. Neues Gerät koppeln. Er sucht und jetzt aktiviere ich die Bluetooth-Funktion am Smartphone. Und jetzt sehen wir sofort, dauert. Da ist Remis Garage. Geht schneller, als wenn ihr vorher euer Smartphone aktiv gehabt habt. Hier ganz normal weg, wie im Pkw-Bereich auch. Einmal koppeln und jetzt müsst ihr immer alles bestätigen. Das heißt, einmal den Code bestätigen am Smartphone, am Fahrzeug bestätigen, Synchronisierung von Kontakten und Favoriten erlauben. Das empfehle ich euch, damit ihr die Connected App komplett einmal effektiv nutzen könnt.
Jetzt wird Remis Garage gekoppelt und da haben wir schon das Gerät letztendlich verbunden, steht oben im Display. Jetzt ploppt oben schon das Geschwindigkeitssymbol auf. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Zum Telefon bitte kurzer Tipp, geht in die Einstellungen vom Smartphone und sucht in den Apps einmal die BMW Motorrad Connected App. Bei mir ist es irgendwo unten weiter. Oder auch nicht. Da, BMW Motorrad Connected. Also auch bitte in den App Stores nach dieser App schauen. Es gibt viele Connected Apps. Sucht in euren App Stores nach BMW Motorrad Connected. Hier bitte einmal in die App reingehen und da seht ihr schon die Thematik mit dem Standort. Viele Smartphone-User, so wie ich auch, möchten eigentlich nur den Ortungsdienst beim Verwenden der App. Klicken wir das allerdings an, funktioniert die App nicht sauber. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir im Display, so wie wir das jetzt hier auch haben, drei Striche oder zwei Striche haben. Das heißt, er erkennt es da dementsprechend nicht. Musste man die Entwickler mal fragen, vielleicht sitzen irgendein Entwickler und sagt, ja, haben wir deswegen ganz genau so gewollt. Ich verstehe es nicht, kann mir bestimmt irgendeiner erklären irgendwann. Also hier bitte darauf achten, den Ortungsdienst immer aktiv haben, auf immer setzen, dann funktioniert das tendenziell auch. Also in den meisten Fällen. Dann könnt ihr aus der App Einstellung wieder in den Basisbildschirm gehen. Und wenn wir aus dem TFT-Display ins Basismenü gehen, sehen wir, wenn wir zu der Icon Navigation gehen, hell unterlegt. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, so wie wir das haben wollen. Das heißt, schnelles Koppeln über Bluetooth, einmal aktiv und einmal deaktiv machen. Achtet wirklich darauf, ihr findet es wirklich schneller. Wenn ihr das Fahrzeug anhabt und ihr sucht das Gerät und es sind noch 30 andere Geräte in der Nähe, der findet es einfach nicht schnell genug. So geht es ratzfatz. Funktioniert eigentlich immer. Wenn es jetzt eben nicht funktioniert hätte, dann wäre es so eine 1 mit Sternchen gewesen, der Live-Effekt. Jetzt gehen wir in die Connected-App rein. Das heißt, wir gehen einmal direkt ans Fahrzeug zu dem Smartphone, was wir später in der Tasche lassen können und öffnen jetzt das erste Mal die Connected-App und sehen da, er hat sich schon ein paar Fahrzeugdaten geholt. Er hat erkannt, R1250 GS hat er schon erkannt. Farbe ist jetzt ein bisschen Glückssache in diesem Fall. Hier haben wir eine HP-Farbe, eine Style Sport. Da klicken wir die Farbe an, gehen auf Speichern und haben schon unsere wichtigsten Facts in der App. Das heißt, wie ist der Prozentstand von meinem Tank und vor allen Dingen, wie weit kann ich damit noch fahren. Jetzt ist das Wichtigste erstmal erledigt. Wenn ihr das habt, könnt ihr euch bitte unter den Einstellungen, unter Kartendownloads, das passende Kartenmaterial für euch raussuchen und runterladen. Macht das in dem WLAN. Ich habe jetzt schon öfters festgestellt, dass das in dem normalen Funknetz wie LTE, auch wenn es schnell ist, nicht immer unbedingt so funktioniert. Also macht es zu Hause im WLAN und da könnt ihr halt die ganze Welt oder alles, was euch da angeht, Mexiko oder Nordamerika. Jetzt habe ich hier in Nordwestdeutschland alles runtergeladen, damit wir hier in Deutschland navigieren können. Wenn ihr das einmal getan habt, dann findet ihr auch erst Straßen. Sonst weiß er natürlich nicht, wo ihr seid. Und hier sind wir schon bei unserem Signal da oben. Das heißt, das Geschwindigkeitssymbol. Das taucht natürlich aus dem Kartenmaterial auf und ist nicht kamerabasiert. Achtet bitte darauf, wenn ihr durch eine Baustelle fahrt, wo vorher freies Fahren war, da ist denn nicht unbedingt freies Fahren. Das kann richtig teuer werden. Also immer mit Köpfchen fahren, auch wenn wir das oder so schon machen. Achtet da einfach drauf, wenn ihr mal ein bisschen drümmelig seid. Wenn ihr alle auf einmal überholt in der Baustelle, dann stimmt da vielleicht was mit der Anzeige nicht oder ihr seid in der Baustelle. Also da ist nur eine grobe Information. Er zieht sich alle Geschwindigkeitsdaten aus der App letztendlich raus. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch ein paar coole Sachen. Und zwar, wenn ihr die Connected App runtergeladen habt, dann empfehle ich euch, eure Routenplanung, je nachdem, wie ihr fahren wollt, ob ihr mit Kartenmaterial fahren wollt oder über die BMW Connected App. Ihr könnt euch in der App Favoriten zurechtlegen und das zeige ich euch jetzt mal eben kurz am Smartphone, wie das am besten geht. Ich habe hier so einen Zeiger, einen Zeigefinger und da sehen wir hier unten vier kleine Felder und dann müssen wir natürlich auf das Kartenmaterial gehen. Das erste Fenster sind meine Fahrzeugdaten, meine Fahrten und Wetter, also alles, was wir unterwegs brauchen. Und ich brauche natürlich das Kartenmaterial.
Beim letzten Mal habe ich Lado gefragt, was für eine Straße suchen wir. Da hatte er Kaiser-Königstraße genannt. Fand ich jetzt ein bisschen doof. Wir können, aber Kaiserstraße war schön. Wir nehmen jetzt mal eine Königstraße. Oder irgendwie sowas. Ich weiß zwar nicht, wo die ist, aber wir probieren das hier. Königslutter am Elm. Also ich bin da noch nie gewesen. Klicken wir mal an. Jetzt können wir da direkt schon mal hin navigieren, wenn wir das wollen. Aber ist das euer Favorit, haben wir hier oben rechts im Feld einen kleinen Stern. Wenn wir den anklicken, dann sehen wir, ist er blau hinterlegt. Das brauchen wir, um nachher über das TFT-Display auf meine Favoritenliste zuzugreifen. Hier ist meine Favoritenliste, wenn ich oben ins Suchfeld reingehe. Und da taucht schon meine Königslutter am Elm auf. Und das wollen wir jetzt, wenn das Smartphone in der Tasche ist, wollen wir natürlich nicht jetzt das Smartphone mit unseren Handschuhen noch extra rausholen und rauspulen. Das geht jetzt gleich alles wunderbar vom TFT-Display aus und über das Jogwheel. Das heißt, ich gehe wieder in die Navigation rein mit dem Menüknopf nach unten. Neues Ziel eingeben. Gehe auf meine Favoriten. Und schau, was habe ich für Favoriten gespeichert. Und da ist schon König Luther am Elm. Und da kann ich jetzt das aktivieren. Und immer mit dem Jogwheel bestätigen. Und da sehe ich dann auf dem Kartenmaterial, wo führt mich das Fahrzeug lang. Und kann mir dann überlegen, will ich da lang fahren, will ich da nicht lang fahren, nehme ich eine andere Strecke. Das könnt ihr natürlich im Vorfeld über die Routenattribute, könnt ihr das auch suchen. Autobahn meiden, Fern meiden, Fernverkehr meiden, Fernverkehr meiden. Kann man Fernverkehr meiden? Nein, man kann keinen Fernverkehr meiden. Also das ist eine tolle Geschichte, das kann man durchaus mal machen. Ihr habt dann im Display quasi eure Pfeildarstellung und wenn ihr einen Helm gekoppelt habt, das zeige ich beim anderen Mal, dann bekommt ihr das auch als Spracheinweisung in euren Helm rein. Das finde ich persönlich eigentlich ganz angenehm. Wenn ihr jetzt sagt, hier muss nachher noch ein bisschen mehr mit dazu, dann könnt ihr diese Route könnt ihr auch erweitern. Da lösche ich immer ganz gern erstmal im Vorfeld die ganze Route rauschen. Und da kann ich dann sagen, also ja, ich möchte zu Königslutter und ich möchte noch einen weiteren Routenpunkt hinzufügen. Über die Tastenkombination Bremer Marktplatz, der soll auch noch mit hinzu. Und jetzt habe ich eine Route in Schieder, Bremer Marktplatz, Königslutter am Elm. Das ist jetzt die Route, die ihr fahren würde. Jetzt könnt ihr hier direkt losdrücken mit den Routenattributen und schon setzt er das oben ins TFT-Display ein. Das ist die schnellste und effektivste Möglichkeit für euch mit dem TFT-Display zu arbeiten und auch da die Navigation zu nutzen. Wir starten gleich noch eine kleine Umfrage. Denn viele von euch werden wahrscheinlich auch noch einen Navigator oben mit auf dem Fahrzeug drauf haben. Da müsst ihr natürlich schauen, womit wollt ihr lieber navigieren. Wollt ihr lieber mit der App navigieren, wo ihr während der Fahrt drauf zugreifen könnt, was ich ja empfehle. Denn ihr habt ja gegebenenfalls auch die Option zu telefonieren, wenn ihr einen Helm habt mit einer Kommunikationsanlage. Oder, was noch viel schöner ist, Musik hören. Habt ihr eine lange Autobahnetappe, könnt ihr dann übers TFT-Display, über eure Com-Anlage euch die passende Easy Rider-Musik einspielen oder ihr quatscht mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten, der hinter euch sitzt. Hier wäre jetzt die Frage nochmal, welche Betriebssysteme nutzt ihr? iOS oder Android? Wir können ja mal eine kleine Umfrage starten. Der Lado, der blendet da gleich was ein. Das ist nämlich so ein Blender. So ein Einblender. Und da könnt ihr ja mal raufklicken. Und ich bin sehr gespannt, was da nachher rauskommt. Ich bin ja ein iOS-User letztendlich und kenne die anderen Smartphones nicht so. Und es wäre auch mal interessant, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was gefällt euch an der App, was halt nicht. Und das war es eigentlich auch schon erstmal für heute im Großen und Ganzen. Ich will das ja alles nur ein bisschen kurz halten und ein bisschen entspannt halten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein.
Ich würde euch sonst jetzt schon mal eine gute Saison wünschen, auch wenn wir da schon mittendrin sind. Corona-bedingt gab es das ja natürlich erstmal nur so ein bisschen, ja, so geht so. Ja, viele sind gefahren, aber so richtig geil war das nicht. Jetzt kommt das Wetter hoch, jetzt sind die Sonnenstrahlen da, die Temperaturen, die passen. Ich wünsche euch allen eine gute Fahrt. Man sieht sich vielleicht irgendwie bei der nächsten Tour. Schaltet einfach nächste Woche Montag wieder ein, wenn es heißt Remis Garage. Und das nächste Thema am Montag wird mit höchster Wahrscheinlichkeit sein, weil ich gerade aus Garmisch dann wiederkomme, Tourenfahren und Gruppenfahren. Ich habe es am Wochenende wieder gesehen, Gruppenfahren ist nicht jedermanns Sache. Von daher gibt es denn da noch den einen oder anderen Trick. Wir schauen mal, wie es so weitergeht. Und wenn es euch gefällt, lasst einfach ein Like da und abonniert die alle möglichen Kanäle, wo ihr Remis Garage hört. Und ich trinke jetzt noch mit Lalo ein Bier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Tschüss.